Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 73 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy. Wir sind endlich wieder eine Katze, kein Vampir mehr und sind in Volguntur, wenn ich mich nicht irre, Volguntur, eingedrungen. Dem Grabmal eines Sohnes des Erzmagiers Gauldur. Und es geht hier um eine Geschichte von Macht. Ein Amulett, das grenzenlose Macht verleiht und ein Magier, der dieses Amulett hier in diesen Gewölben sucht oder suchen wollte, einen Teil des Amuletts. Leider ist er dabei gestorben und jetzt suchen wir das Amulett. Das Amulett, das offensichtlich schon viele Leute das Leben gekostet hat. Und ich versuche gerade irgendwie... Ah, warte mal. Können wir hier nicht auf die Klaue schauen? Oder haben wir die jetzt benutzt und die ist weg? Wo wäre die denn unter Sonstiges? Elfenbeindrachenklaue. Wie war das jetzt? Wie können wir die anschauen? Ah. Man konnte doch auch irgendwie ranzoomen. Ich bin mir eigentlich sicher. Wie hab ich das denn jetzt gerade gemacht? Warum konnte ich doch gerade näher dran? Aha, also mit dem Mausrad, aber dann kann ich nicht mehr näher ranzoomen. Das ist alles ominös. Okay, Vogel, Vogel, Drache. Aber wie? Wie ist die Abfolge? Hier sind das diese Zeichen da drüber. Aber das... Okay, wir probieren aus. So. Ausprobieren ist eh immer am besten. Vogel. Vogel. So. Und nu? Es passiert jetzt nichts. Muss ich noch irgendwas zum Aktivieren tun oder so? Oder war es so rum falsch einfach? Ah, Moment. Haha. Haha. Ah, okay, zu weit gedreht. So. Man siehe hier, an diese Markierung muss das gedreht werden. Nee. Hä? Vogel. 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 Was hatte ich denn da mit Drache? Okay, ich muss mir diese Klaue nochmal anschauen und eventuell verstehen. Vogel, Vogel stimmt auf jeden Fall. Aber was ist das untere da? Ich kann es nicht erkennen. Vor allen Dingen weiß ich ja nicht, ob das so stimmt. Soll es das sein? Wahrscheinlich nicht. Oh je, Mine. Oh je, Mine. So, hier gab es diese Kette. Ah nee, das ist einfach nur eine Falle. Einfach eine Falle und vollkommen uninteressant.
Hier gibt es sonst jetzt auch keine Aktivierungsmöglichkeit. Hier gibt es noch diesen Hebel. Kommen wir hier rein. Aha. Aha. Was will uns das jetzt sagen? Schlange? Fisch? Vogel? Okay. Ja, dann, haha, ja. Die Abbildung auf der Klaue, die brauchte man dann wahrscheinlich, ja, an diesem Öffnungsmechanismus, für den wir die Klaue brauchten. Aber die brauchten wir ja gar nicht, denn das hat ja schon der Abenteurer Magier gemacht. So, dann müssen wir uns jetzt merken, Vogel, Fisch, Schlange. 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 Das ist falsch. Das kann doch nicht falsch sein. Oder ist hier jetzt was aufgegangen? Nee. Warum nicht? Muss es andersrum sein? Hier Vogel. Und da Schlange. Ah, der war was. Super. Ach. Okay, ich verstehe. Einstellen und dann an der Kette ziehen und wenn es richtig ist, dann wird es funktionieren. Vogel, Fisch, Schlange. Ja. Wieder schleichen. Ist die hinüber oder nicht? Müsste eigentlich, ne? Pfeil können wir auch wieder mitnehmen. Weiter. Oh, kann ich mich jetzt hier noch lang trauen? Es gab ja mal diese Viecher im Wasser, die uns unglaublich zugesetzt haben in irgendeinem Dungeon, aber hier ist gar nicht viel. Ein Eisenzweihänder, wahrscheinlich irgendwo noch ein toter Abenteurer unter Wasser, oder nicht? Aber den Eisenzweihänder brauchen wir auf jeden Fall absolut gar nicht. Kein Bedürfnis danach. Ja, ich habe echt kein gutes Gefühl bei dieser ganzen Sache hier. Abgesehen davon, dass das alles sehr unheimlich ist. Aha. Habe ich auch ganz stark das Gefühl, dass wir halt gerade dabei sind, das super böse Artefakt wieder herzustellen oder zurück auf die Welt zu holen. Das Artefakt, mit dem Sauron uns kontrollieren kann oder irgendwie sowas.
Aber vielleicht können wir es ja gleich auch gar nicht mehr tragen, weil wir zu belastet sind. Das wäre doch super. Ja, jetzt haben wir doch nämlich das Krallenrätsel. Ich dachte eigentlich, das hätte der Typ schon für uns gemacht. Also, dann schauen wir uns jetzt die Kralle wieder an. Ich habe es nämlich wieder vergessen, was da drauf abgebildet war. Nein. So. Vogel, Vogel und... ja, weiß nicht. Ich sag mal Drache. Ja, wahrscheinlich ist das eher der Drache, ne? Ja. Nee, das ist auch ein Drache. Es gibt viele Drachen offensichtlich. Wieso war das untere falsch? Nee, war es nicht. Okay. Ah, das sieht sehr nach Falle aus. Es wird spannend. Es ist spannend. Was ist jetzt passiert? Sind wir jetzt automatisch hier drin? Ja. Sieht sehr danach aus. Okay. Der hat einen neuen Bereich geladen, quasi. Es steht ja ein bisschen zu befürchten, dass wir es jetzt mit einem deutlich stärkeren Gegner zu tun bekommen. Nämlich mit dem untoten Wiedergänger von Gauldurs Sohn oder so. Ja, in der Tat. In der Tat. Ja, das habe ich mir so ungefähr gedacht. Der ging daneben. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber wir setzen dem jetzt schon ganz gut zu. Setzen dem ordentlich zu. Der ist hinüber. Er ist hinüber. Das war schon eigentlich fast zu leicht, fand ich. Steigert die Gesundheit um 30 Punkte. Das hört sich erstmal absolut gut an, finde ich. Das hört sich einfach nur gut an. Absorbiert 15 Gesundheitspunkte. Richtig fiese, böse Waffe. Guckt die euch an. Sieht die nicht richtig fies und gemein aus? Jetzt, wo wir kein Vampir mehr sind... Das ist doch genau das Richtige, oder? Uns so eine Waffe zu holen. Ja, du trägst zu viel, das habe ich mir gedacht. Wieso habe ich eine Fellrüstung dabei um alles in der Welt? Immer noch zu viel. Die Roben wiegen aber auch nichts. Es lohnt sich eigentlich kaum, die abzugeben. Ich frage mich ja fast, ob ich die hier liegen lassen sollte. Oder habe ich noch schwere Waffen, die ich loswerden kann und will? Ah,
Ich glaube, hier haben wir zwei unterschiedliche Sachen. Oh, die haben wir auch noch. Boah, so viele Sachen. Okay, das ist cool, weil der Untote fliehen lässt. Hier haben wir einen des Eises. 13 Schaden, 15 Frostschaden. Und hier haben wir Funkenschlag. Die ist deutlich schlechter. 10 und 10 Punkte. Und na gut, die macht Magikerschaden, ne? Das ist auch wieder interessant, aber die muss jetzt weichen. So, jetzt dürfen wir aber nichts mehr finden hier. Absolut gar nichts. Das ist relativ unwahrscheinlich, ne? Weil wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wir sind doch noch Droge, aber... Ob wir die jetzt wirklich alle noch durchsuchen müssen, halte ich ja schon wieder eher für fraglich. Irgendwo muss noch ein Mechanismus sein. Um das hier zu öffnen. Oh, und ich höre Musik. Also die Chöre dieser Bruderschaft da. So hört es sich auf jeden Fall an. Diese Leute, die nicht sprechen, aber alles wissen und eigentlich doch ganz viel sprechen. So, wie geht's da weiter? Ich verstehe es gerade nicht. Ah, aktivieren Schlüsselloch. Ist gar nicht so schwierig. Hier ist noch ein fetter Schatz. Uninteressant. Rolle des Chaos. Oh Mann, schon wieder tolle Sachen. Fliehen aus dem Kampf. Das andere war 15 Punkte zusätzlicher Schaden. Fliehen oder mehr Schaden? Mehr Schaden, oder? Das ist eigentlich auch alles noch relativ nah beieinander vom Wert her. Den will ich halt jetzt auf jeden Fall behalten. Falls wir doch nochmal einen Seelenstein brauchen. Komm, der hier kann auf jeden Fall weg. Stahldolch des Unbehagens. Heilt bei Zielen. Ja. Komm, der kann eh wieder weg, der Stab. Der ist auch am wenigsten wert. So, aber das hier scheint ja fast die eigentliche Belohnung für unser Abenteuer zu sein. Ein neues Wort der Macht. Frostatem. Das scheint mir doch die eigentliche Belohnung zu sein. So, da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch schauen, ob wir eine Drachenseele haben. Oh, neue Stufe. Die habe ich bestimmt jetzt wahrscheinlich schon eine ganze Weile verpennt. Machen wir mal weiter mit Gesundheit. So.
Schießkunst. Gibt's da irgendwas für uns? Hier brauchen wir 80. Das haben wir. Oh, das haben wir. Das haben wir. Brauchen wir 90. Haben wir das? Die haben wir, ne? Genau, die so leuchten. So, doppelt so viele Pfeile. Ich finde das nicht so interessant. Hierfür brauchen wir 70. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal woanders gucken. Aber leichte Rüstung weiß ich jetzt auch nicht, ob das das Richtige ist. Schleichen. Gibt es da noch was für uns? Brauchen wir 60. Die haben wir. Das ist auch nicht uninteressant. Die Meuchelklinge. Ja, mit Dolchen nutzen wir eigentlich nie. Unglaublich. Unglaublich, was es hier coole Sachen gibt. Ah, das hier finde ich ziemlich gut. Ich möchte mal noch bei Schlösser knacken gucken. Schloss knacken. Ah. Ah. Ja. Weiß ich nicht. Aha. Macht das irgendeinen Sinn? Brauchen wir das? Na, da finde ich jetzt eigentlich auch Schloss Adept eigentlich doch am interessantesten. Ich denke, wir nehmen mal hier das Schleichen. Zack, Leichtfüßigkeit. Ja. Ja. So, sehr schön. Aber jetzt habe ich immer noch nicht geschaut. Fertigkeiten. Nee, es ist nicht Fertigkeiten, es ist Magie. Schreier. Frostatem. Ja, wir haben noch zwei Drachenseelen. Okay. Aktivieren, das ist es. Ja. So, dann wird der jetzt noch ein Favorit. Frostatem. Puh! Geil. Super geil. Herrlich. Ah, das war ein Ausflug, der sich gelohnt hat. Ein sehr, sehr lohnenswerter Ausflug. Wo sind wir jetzt? Nice. Ja. Danke, Deiners Wahlen. Tut mir leid, dass das für dich nichts gebracht hat. Können wir eigentlich jetzt hier bei Bekleidung? Das Fragment steigert die Gesundheit um 30 Punkte und wir haben im Moment steigert Gesundheit um 10 Punkte. So. Das so? Doch, doch, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und raus geht's. Ja, wow. Seht euch diese Ruinen an. Wie lange die hier wohl schon stehen.
Ja, ich weiß nicht, was hatten wir gelesen? 4000 Jahre? 2000 Jahre? Auf jeden Fall ewig lang. So, die Frage stellt sich noch, wie kommen wir nach Einsamkeit? Da möchte ich nämlich auf jeden Fall als nächstes hin. In der Hoffnung, dort mal einen Händler anzutreffen. Oder auch zwei oder drei. Die könnten wir wahrscheinlich gebrauchen. Ja, dazu müssten wir nur noch das Rätsel lösen, wie man da hochkommt. Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Also ich meine, da drüben sieht es doch eigentlich schon mal ziemlich vielversprechend aus, was? Da ist sogar ein Wegweiser, wenn ich mich nicht irre. Mal ja nochmal nachgucken. Nee, ist gar keiner. Nur eine Laterne. Oh, ist das schön hier. Mann, Mann, Mann. Stecke ich glatt mal die Waffe weg. Oh. Ja, also Handelsgesellschaft klingt gut. Kaiserlichen weiß ich jetzt wiederum nicht so. Ob das unbedingt so interessant ist. Oder so das Richtige ist. Junge, was machst du hier? Ihr redet mit Gaimund, wenn ihr ein Pferd haben wollt. Oder sprecht mit Katla, wenn ihr Arbeit sucht. Ich kann euch nicht helfen. Aber wie gefällt dir der Hof? Nicht wirklich gut. Alle haben Mitleid mit mir und behandeln mich nicht schlecht, aber... Warum entschuldigst du dich? Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Katla hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Oh nein. Ich kümmere mich um die Tiere, mache Besorgungen und Botengänge. Diese ganzen Sachen. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Oh nein, ein Waisenkind. Das hier. um welche Geschichte geht es denn? Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen... Hä, das haben wir doch schon gehört. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber... Ich könnte dich adoptieren, wenn du willst. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ja, aber nicht hier. Ach so, ja, ich habe ein Haus in Weißlauf. Oh, schön. Seid ihr sicher? Würde es euch nichts ausmachen? Ja, ganz sicher, Sohn. Wirklich? Das meint ihr wirklich ernst? Oh, danke, Papa. Ich verspreche euch, dass ich keine Schwierigkeiten machen werde. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ah, Karl Schelmo, oder? Ich habe nach euch gesucht. Ich... Ja, habe ich schon. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Na gut, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, aber dann ist das wohl so. Ihr da, redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr sprecht. Geht weg. Okay. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. So, also das ist doch schon mal was hier. Das könnte ein Händler sein. Aber ich glaube, ich würde jetzt an dieser Stelle speichern. Und dann werden wir uns beim nächsten Mal mit dieser tollen Stadt hier beschäftigen. Ja, und schauen, was sonst noch so passiert. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald an den Füßen Einsamkeits. Macht es gut. Ciao.